Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, beim letzten Mal haben wir ja angefangen, den Bereich schon mal vorzubereiten für Soundcraft. Und ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeguckt. Ich bin froh, dass ich es auch so gemacht habe und nicht in der Folge, weil es wäre eine 5-Stunden-Folge geworden und ich war mit dem Ergebnis am Schluss immer noch nicht zufrieden. Darum habe ich jetzt mal sozusagen das grobe Schematik schon mal für mich angefangen. Wir laufen gerade hin. Juhu. Und ich weiß, ich habe nicht vergessen, euch die Gebäude zu zeigen. Wir fangen hier an. Das ist jetzt dann sozusagen das erste. Ich habe mir auch schon überlegt, hier auf jeden Fall auf der Seite werden dann so Art Hexenhäuschen und so weiter herkommen. Dass man da vielleicht auch Tränke punchen kann. Und so weiter und so fort. So, also ihr seht, ne, der Weg. Das muss ja noch alles mit Half-Slabs sozusagen erweitert werden. Geht er bis dahin, dann habe ich hier eine halbe Stufe. Und dann habe ich jetzt, bin ich jetzt hier hingegangen, habe viertelte Stufen gemacht. Also alles geschnitten. Und ja, wir waren gestern noch wegen dem Nether und haben im Nether noch ein bisschen Festungen weggehauen. Und dann hatten Spaß. Ich habe mich 5-mal verlaufen. War total super. So, aber wie ihr seht, ne, habe ich jetzt hier sozusagen einen Bereich, der dann sozusagen ab hier losgeht. Ich mach mal nochmal die Maschine an, da unten. Was man auch sieht. Ah, also so, das war der Anfang. Und für mich war das auch die Höhe. Also das war für mich klar, Höhe. Oh, dann habe ich gemerkt, okay, ich muss ja den Raum mindestens so groß machen und hätte ja eigentlich gerne noch einen Zweitraum davor gehabt. So. Habe ich ja, dann ist mir aber aufgefallen, dass das Ding mega groß, mega klumpig und eigentlich nicht mehr das wird, was wir eigentlich wollten. Nichts Kleines, das ist mir klar. Aber auf jeden Fall, was, ich sag mal, Vernünftiges. Ja, dass man sagt, okay, ich habe hier meinen Soundcraft-Bereich, weil wir brauchen ja einmal diesen Raum. Dieser Raum, also sozusagen von hier. Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich muss nämlich gleich nochmal was verändern. Und wenn ich jetzt hier 12 lese, ja, ist falsch. Bei der Infusionsraum muss ja schon mal so sein. Machen wir einfach mal 2 mehr. Das auf jeder Seite. Wirklich merken, ne? 2 mehr habe ich gesagt, aber das Problem ist 16. Wo 2 mehr? Da 2 mehr? Genau. Also. Nicht 2 mehr, sondern eigentlich 3 mehr. War ja Lücke. Ich muss mich deutlich artikulieren, dann könnte das auch mehr stimmen. Okay. So. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das. Dazu. Wenn ja auch einige sagen, ja, aber dann ist ja die Brücke, also sozusagen der Unterstand ja viel zu groß. Teilweise. Teilweise. Denn ich möchte ja jetzt sozusagen das jetzt so haben. Ja. Als erstes, ich möchte den neuen oder den Modus. Ich mich schon das letzte Mal gefragt habe, was das ist. Okay, und dann möchte ich jetzt haben. Die Richtung 12. Die Richtung auch 12. Und die Richtung 12. Und auch 12. Wenn der den Mittelding nicht zählt, nee, oder wie es aussieht, nicht. Jetzt nach oben guck, der Raum dann sozusagen zu klein. Also das heißt, ich brauche 13. Wobei eigentlich nicht, ne? Und eigentlich nein. Nein. Reicht eigentlich. Ja, ich habe ja jetzt sozusagen ja jetzt dann den Raum. Ihr habt. Na komm, lass mich hoch. Da kommt ja die Infusion drauf. Und ich brauche auch eigentlich erstmal nichts Größeres. Weil sagen, dieser Kubus ist jetzt für unten und nicht für oben. Da oben wird es dann irgendwann eventuell ein Dom. Kommt jetzt halt darauf an, was ich unten alles reinbauen kann. Aber wenn ich es schaffe, die Haupträume unten anzusiedeln, das heißt, ich kann meine Stabilisation reinmachen, und zwar ganz unten. Ich kann reinmachen einen Bereich für die Nodes, wobei da könnte man ja eventuell dann so eine Art im Gebäude oder was auch immer mal machen. Auf jeden Fall haben wir über 2000 Steine und ich schätze mal, die werden nicht oder knapp reichen. Also das ist jetzt sozusagen dann ein Bereich, wo dann der ganze Käse draufkommt. So, dann habe ich, also das heißt ja, die Matrix wäre dann hier. Da ist die Matrix. Dann haben wir gelernt, von der Matrix aus 10 nach unten. So, das sind ja schon mal 3. Nochmal. Zwischen gucken. Ja. Ja, aber das waren 10. Ist halt noch nicht sicher, ob das jetzt genau 10 sind oder. Nee, ich glaube 10 unter und 5 drüber. Dann würde es jetzt heißen, es wären jetzt 3. 1, 2, 3. Vier, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, genau dieser Bereich, wo ich jetzt hier unten bin, wäre der Bereich, wo ich jetzt hätte. So, ich will aber auf jeden Fall ja einen runter mit den, also oben der Raum muss einen tiefer liegen. Und ich muss einen höher gehen. Wir brauchen ja diese Soundcraft-Steine. Also am liebsten wäre es mir eigentlich sozusagen, ich baue dann die Steine weg, die ich nicht brauche. Und lasse dann die roten Steine da, wo ich sie halt zum Auffüllen. Aber das ist jetzt dann sozusagen der Bereich. Dann möchte ich jetzt eigentlich dann einen Art Kreis drum bauen. Na, damit ich dann auch einen Dom habe. Wie gesagt, man kann es natürlich auch so machen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt dann noch 5 nach oben. Ich glaube sogar dann, dass das hier komplett richtig ist. Höhe. 1, 2, 3, 4. Ja, dann könnten wir doch. Weil der geht ja auch bis zum Boden runter. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, auf jeden Fall kommt ja innen drin, kommt ja diese Matrix rein und diese 3×3. Also die wäre ja dann sozusagen, halt, ich habe doch Kabels dabei, ne? Wäre jetzt dann sozusagen der Bereich. Und dann kommen ja diese Paddles mit hin. Ja, die möchte ich ja so aufstellen, dass sie gleichbleibend ist. Einen rüber frei. Hier. Sehr falsch. Ich habe hier den. Ich gehe einen rüber und drücke ab. Bin hier. Ich gehe einen rüber. Ich gehe einen rüber. Und jetzt werden jetzt schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 12 von diesen Teilen, die sozusagen hingelegt werden. So, und dann bin ich ja hier. Und dann geht es ja eigentlich los, dass ich jetzt zum Beispiel dann hier anfangen würde, eventuell, wie gesagt, muss halt dann ausgerechnet werden, was der beste Circle ist für die 60 Stück. Ja, dann wird es jetzt dann halt heißen, ich gehe jetzt dann diesen Weg rum, weil, ja, genau, das ist jetzt mein kleines Problem. Eigentlich müsste ich ja anfangen, dass ich sage, okay, ich komme hierher. Dann habe ich jetzt dann hier mal einen Bereich, ne, wo ich jetzt zum Beispiel sage, okay, da wird das Zeug reingemacht. Dann habe ich mal einen Bereich, wo ich das Zeug rauskriege. Normalerweise müsste ich aber sagen, wo ich rauskriege, wäre hier. Und was ich reinkriege, wäre da hinten zum Beispiel. Ja, das muss ja genau 180 Ding sein. Weil es muss ja einmal rumlaufen alles. Und zwar doppelt. Also das heißt, es geht einmal so rum, macht einen halben Bogen zurück und geht dann komplett darüber. Und da ist es dasselbe. Und dann werden beide miteinander verbunden. So habe ich das momentan im Kopf. sagen, okay, man hat dann seinen Bereich. Problem ist jetzt halt nur, wenn ich das jetzt alles hier aufbaue, muss ich auf jeden Fall schon mal nach oben gehen, weil ich muss ja auch durchlaufen können. Also ich mache da so eine Bodennische rein, links und rechts, dass ich drunter laufe. Müssen wir mal gucken. Kann halt auch sein, dass das noch eins breiter wird, dass ich sage, okay, ich gehe halt auch noch eins nach. Was sinnvoll wäre, ne? Ich mache das sogar so noch. Hier hin. Ja, und da könnten wir eventuell, wenn wir es doch nochmal brauchen, hier auch noch einsetzen oder hier. Ja, und das ist alles symmetrisch. Ich sag ganz unten auf die unterste Ebene oder auf die, nicht unterste, auf die vorletzte Ebene. Und mit die ganzen Köpfe und Katzen rauf. Also die ist auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen. Also das heißt, das müsst ihr weg. Das heißt, hier werden die Köpfe. Dann hätte ich noch jetzt zum Beispiel einen. Ja, aber wenn ich jetzt halt dann drunter auch noch ein bisschen Stein machen will, dann habe ich zu wenig Platz, dass ich unten drunter laufen könnte. Ich vermute, wenn ich einen Kopf hin mache, dann bin ich ein bisschen größer. Das heißt Köpfe, 2 hoch. Das heißt, hier wäre dann die Mauer. Dann hätte ich hier einen eine Dreierhöhe. Das ist nicht viel. Ich hätte gerne 4er Höhe. Ich könnte es jetzt natürlich anders machen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich mache oben drüber den Bereich mit den Köpfen. Was eigentlich dann für mich auch am logischsten mitklingt. Und mach unten drunter den Bereich, wo man researcht und so weiter und so fort. Also das sieht man gar nicht. Das könnte eine gute Idee sein, das so zu machen. Ja. War hier genügend philosophiert? Halt, ich mach mal das Ding aus. Ich muss halt wirklich, ja, aber nee, brauche ich gar nicht. Also ich kann es dann sogar oben 4 hoch machen. Dass ich mir nochmal eine Decke reinmache. Also, dass ich dann auch sagen kann, okay, unten drunter ist dann alles wirklich rot. Ja, weil oben ja die schwarzen Steine auch mit reinkommen. Und genau, wie gesagt, und da kommt dann nochmal so ein Kreis rum. Aber das muss ich alles vorbereiten. Weil wenn ich das in der Folge mache, und ich habe halt momentan, ich habe mir ja schon mal überlegt, ob ich mal so eine Folge mache, wo ich dann das Zeug aufbaue und Alter, das sind viele. Holla die Waldfee. Okay, ich habe mir ja überlegt, mal eine Folge zu machen, wo ich sage, okay, ich baue das auf und nimm's dabei auf. Aber ich habe halt momentan leider zu wenig Zeit. Also es ist sowas, dass ich mal sage, okay, ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit, ich mache was. Weil es halt momentan wirklich knapp ist. ja auch noch einigermaßen warme Temperaturen. Aber vielleicht passiert es dann, sobald es wieder ins Herbstliche geht, dass ich dann da wieder mehr Zeit habe. So, also wir gehen jetzt nochmal genau durch. Also Bank habe ich ja euch gezeigt. Wie gesagt, Wege hier reingezeichnet. Einen Brunnen reingemacht. Ich habe mir ja am Anfang überlegt, den Brunnen weiterlaufen zu lassen. Aber dafür ist der Bereich zu klein. Ne? Man müsste kleine Brücken bauen, wo dann unten drunter das Wasser entlang läuft. Aber ja, nee, bis jetzt nicht. So, dann haben wir hier drin eigentlich nichts mehr gemacht. Soweit ich das noch weiß. Wie gesagt, das wird vielleicht noch größer oder versteckter. Ach, aha. Ich habe genau geklickt, eine Millisekunde davor. So, dann Gebäude drüben. Also, dass die Mauer weiter gewachsen ist, das sieht man. Unser Restaurant und Bar. Da hat sich ein bisschen was verändert. Da ist jetzt sozusagen auch noch eine Treppe dazu gekommen. Ihr habt ja keine Vorschläge gemacht, was man hier reinbauen könnte. Tja, dann habe ich jetzt den Weg sozusagen nochmal verlängert, dass das halt wirklich wieder symmetrisch ist, dass man hochlaufen kann. Wie gesagt, Toiletten bauen muss ich noch. Hier wird auf jeden Fall auch noch Teil automatisiert. Wie gesagt, hier habe ich ja schon irgendwas vorbereitet. Hier drin hat sich nichts mehr verändert. Also hier ist die Treppe dazu gekommen, dass man jetzt auch sozusagen in den ersten Stock kommt. Wie gesagt, hier werden dann noch die Tischgruppen entstehen, dass man auch sich mal hinsetzen kann. Die Bar kommt noch. Muss ich mir aber genau angucken, weil wie gesagt, kann es sein, dass ich noch Sachen brauche, die wo ich in der Bar als Maschine auch noch hinsetzen muss. Wasserreservoir hat sich gar nichts geändert, da auch nicht. Der Stromversorgung auch nicht, in der Raffinerie, soweit ich weiß, auch nicht. Lager auch nicht. Aber in unserer nee, nicht Raffinerie, Chemiewerk. Chemiewerk ist es, genau. Das Chemiewerk hat sich ein bisschen verändert. Es ist ein bisschen Geschnörkel dazu gekommen. Wie gesagt, ich muss gucken, wie viel Geschnörkel das man machen kann, ohne dass ich ja FPS-Einbrüche habe. Todes. Hab das Gebäude auch länger gezogen. Habe das Gebäude auch schon mal so weit abgeschlossen, dass man jetzt dann da den Bereich drin hat. Also das heißt, da wird jetzt alles passieren, was halt mit den Gasen zu tun hat. Chemie wird halt da weiter passieren. Wie gesagt, das wird jetzt dann auch so weitergebaut wie das. Aber das sind so Sachen, die wo ich halt offline mache. Weil das kann man mal immer wieder mal ein wenig reinschmeißen. Wir müssen ja auch noch Erze verarbeiten und. So, beim Erze-Ding haben wir, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da habe ich nichts mehr dazu gemacht. Das einzige, was ich noch gemacht habe, ist hier eine Pipe hingelegt. Das heißt, ich kann hier den Renamer reinschmeißen. Dann kann er nein. Dann kann er das verarbeiten. Ja, dann hatte ich hier noch einen Fehler drin. Ich habe den jetzt auf schwarzen Eingang gemacht. Und habe den hier als schwarzen Ausgang gemacht. Ja, dass dann auch alles hier weiß sind. Einige Sachen sind gleich, also sind sozusagen, das war weiß. Ja, und dann sind sie halt vom Maserat, oder nee, orange waren es. Da sind sie von da reingelaufen, gleich wieder da rein und dann habe ich halt keine Vervielfachung gehabt, sondern einfach nur, ja, sozusagen, er hat es gleich nochmal das zweite Mal durchmasseriert, was halt der da drüben macht. und hat es mir da reingeschmissen und der konnte es halt nicht aufräumen, weil ist ja nicht so vorgesehen dafür. So, dann haben wir jetzt noch eine Kleinigkeit vorne. Aber ihr merkt, ne, also die Gebäude kriegen jetzt alle ein bisschen Highlights. Ja, der da zum Beispiel hat jetzt dann eine innere Rundung. Wäre zwar noch cool, wenn wir jetzt sozusagen eine Komplettrundung machen könnt, habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Aber geht halt leider nicht. Weil wie gesagt, da müsste man ja einstellen können, wie groß das der Kreis ist. Ne? Dann kann ich sagen, ja okay, der Kreis ist 4 Blöcke. Und dann kriege ich halt die Teile raus und kann sie reinlegen. So, dann haben wir jetzt da vorne noch eine Kleinigkeit gemacht. Und die hat was ganz toll gefreut. Ja. Wenn die Ferne schweift, sieht es schon. Also erstens, das Ding hat einen Zaun bekommen. Da ist ein Zaun entstanden. Aber was vor allem ganz wichtig ist für die Küchen. Die haben ein Dach über den Kopf bekommen. Also ist nichts Weltbewegendes. Habe einfach nur die Pfosten jetzt weiter nach oben gebaut. Immer wieder dann halt verbunden. Bin dann hier nach oben gegangen. Habe dann gesagt, okay, ich möchte hier rausgucken können. Kann sein, dass das vielleicht sogar noch eine nach unten geht. Man weiß es nicht. Oder es kommt hier noch ein Bretter drauf. Man weiß es wirklich nicht. Dass man hier runter gucken kann. Heißt, hier kommt dann irgendwann mal Stroh rein, wenn wir alles haben. Ja, das könnt ihr vielleicht machen, dass ich einen Strohbereich baue. Ja, dann haben wir hier unseren zweiten Ausgang. Das heißt, hier kommen dann die Freilaufkühe hin. Eigentlich ist es ja innen so gedacht, dass da eigentlich die Kühe reinkommen, die ja, Babys haben. Ja. Und draußen eigentlich die anderen rumlaufen. Gut. Ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Ja. Wenn das nicht so viel passiert ist, naja, habe ich jetzt dafür jetzt paar Minuten gebraucht. Also ist doch irgendwas passiert. Ja, genau. Und da habe ich noch einen zweiten Torbogen gebastelt. Die Wand fertig gemacht, glaube ich. Problem ist ja eigentlich, wir bräuchten eigentlich weiteres, wie heißt's? Müsste weiteres Blue Alloy herstellen und dafür braucht man eine Elektrotine aus dem Nether und wir finden es momentan nicht. Total nervig. Weil dann können wir endlich jetzt mal das Sägewerk anfangen und daneben die Kokerei weiterbauen. Weil die brauchen ja beide Strom. Weil, wie gesagt, in die Kokerei kommen auf jeden Fall Pyrolyseofen. Außen will ich noch Koköfen bauen. Das müssen wir mal gucken. So. Und dadurch, dass alle so tapfer waren und durchgehalten haben, was ich jetzt da bis jetzt gebabbelt habe, machen wir noch ein bisschen Technik am Schluss. Und zwar, wir brauchen questsmäßig Multiblock Goals. So, was haben wir hier? Compressed all the things. Implosion Compressor. Solid Steel Machine Casings. Die brauchen wir. Und dafür brauche ich jetzt Stahlplatten. Steel Frame Boxes. Stahlplatten. Frame Boxes. Das sag mir jetzt bitte, dass du es auch im Assembler kannst. Dankeschön. Mache ich im HV-Bereich, geht schneller. So, und was habe ich jetzt gesagt? Die braucht 20. Gleich mal alle mit. Okay. Nicht gereicht. An Stahlplatten habe ich keine übrig, also machen wir schnell welche. Wir brauchen 6 Stück, das heißt 6, 12, 18. Wie gesagt, ich freue mich ja drauf. Wenn wir jetzt dann auf dem Mond mal irgendwann waren, ne? Und wir ja dann sozusagen Titan haben und somit AE voll losgeht. Das wird dann ja auch spannend. Also wir haben ja schon gesagt, weil das Lager ja so groß ist, zuerst wollten wir ja ein Serverzentrum bauen, aber wir haben gesagt, warum müssen wir drei Gebäude bauen? Also das heißt, der eine Bereich, also der rechte Bereich, wenn man jetzt so reinschaut im Lager, der rechte Bereich wird für Blöcke sein und der linke Bereich wird dann für AE sein. Ist dann, glaube ich, groß genug. Und der Teil ist halt dann auch noch drunter oder kommt dann halt in einem anderen Gebäude davor. Aber die ganzen Server und so weiter stehen dann da drin. Ja. Dann ist Lager. So, das heißt, wir haben schon mal diese 20. Jetzt brauchen wir den Implosion Compressor. Das heißt, ich brauche hervorragend, ich brauche nochmal. Also 6 Stahl. Mehr. Da rein. Okay, Hammer. So, dann brauchen wir die Advanced Magnetic Bla Blubsen. Ich hoffe, dass ich so viele da habe. Hab ich. So, die waren hier. Waren hier. Warst du hier? Brauchen wir noch Goldkabel, 2 Stück? Das Schlimmere ist, wir brauchen jetzt noch die Reinforced. Das heißt, ich brauche jetzt nochmals die Frame Boxes. Und brauche ich nochmal 3, das heißt, ich brauche 2, 4, 6 Stück. Bin mal gespannt, wann ich dann die Steel Frames finde, die wohl dann doch schon vorbereitet waren, die ich noch nicht gesehen habe. So, dann brauche ich auf jeden Fall. Das ist Wet Concrete, oder? Was ich dafür brauche? Voll. Ein. Da geht halt wirklich nur Stahl drauf. So, was brauche ich noch? Dann warum? Da. Okay, ich habe Eisen-3-Chlorid da drin. Ich brauche mal schnell 2 in den Tank. ist ein Chemical Reactor? Das hier auf der Seite? Gedacht habe ich. Die noch nicht gebaut. Okay, mir reicht's auch klein. Da drüben steht eins, das weiß ich. Faszinierend. Oder du bist eins, ne? Ja. 40 Liter. Alles drin. Hm. Da rein. Geht ja auch so. Bin gerade beim Überlegen, ob ich das nicht so mache, dass wir gleich nochmal einen, dass wir dann den Rest auch noch bauen. Aber ich muss jetzt mal schnell vorschauen. For Stone. Hm. 3 Stück habe ich. Ein. Weißpumpe. Jedes Mal Pistole. Ja. Mehr haben wir ja auch. Dahin. Und wir haben einen Implosion Compressor. Sehr schön. Was wir jetzt da nehmen, weiß ich noch nicht. Warte ich noch. Powder Barrels. Okay. So, und aber unser Ding, was wir jetzt da noch brauchen, ist weil wir halt nicht immer alles da haben. Aber ich glaube, wir brauchen nur MV. Und ich habe auch, glaube ich, oder habe ich den da hinten schon als HV aufgebaut? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich glaube, ich habe den schon als HV aufgebaut. Ja, aber wäre auch kein Problem. Ja, das heißt, ich müsste, ja, wobei ich könnte ja sozusagen einen Strom abtrüngig machen von den MV-Maschinen. Also sozusagen dann einen weiteren Weg reinmachen oder runter wirtschaften. Ist da alles kein Problem. Das steht jetzt heißen MV Energy Hedge, Input Bus, Output Bus, Muffler Hedge. Kohle kommt weg. Tape kommt weg. Dann haben wir MV. Willst du nochmal MV Energy Hedge? Hin. Mit. anschließen. Ah, okay. Hier wurde auch schon mal alles zugemacht. Heißt es, das Ding ist ja 3x3x3. Innen drin hohl. Okay, das heißt, hier hin. Nein. Und nicht. Also, das heißt jetzt, Maintenance Hedge kommt auf jeden Fall hier hin. Habe ich einen so was rein, so was raus. Die Energie kommt dahin, geht nach unten. Sag, gehst du mal dahin? Das war mal wieder clever. So, und eigentlich brauche ich jetzt nur noch den da. Er hat sich umgewandelt. Perfekt. Hat geklappt. Das Ding ist fertig. Ich gehe mal schnell mit der Spinne da draußen spielen. Ich glaube, ich habe schon gesehen, dass die ein rotes X hat. Hat sie nicht. Wenn nichts rot, dann tot. Mir kommt mir so vor, als steht hier eine Tür fehlen. Ah, Powder Barrel? War da nicht irgendwas? Das heißt, ich kann schon mal da anklicken. Das war verkehrt rum. So, dann brauche ich jetzt noch mal einen kleinen Rucksack. Hammer, Hammer. Doch, fertig. Soldering Iron ist halt ein kleines Problem. Oh, ich habe meine. Ah, Crowbar. Aus, gehen wir schnell nach vorne. hinten. Ober. Perfekt. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt unseren Implosion Compressor fertig. Das heißt, wir können hier auch noch Blödsinn machen. Wie gesagt, ein Stromanschluss fehlt noch. Muss ich noch machen und vor allem dran denken, dass das MV ist. Oder irgendwann mal durch HV austauschen, das ist ja kein Ding. Das heißt, ich muss mich mal demnächst mal mit Solarenergie befassen, weil wir möchten eigentlich gerne mal die Forestry Farm aufbauen, weil wir brauchen jetzt demnächst Seed Oil. Und ich will auf jeden Fall auch anfangen, in unserem kleinen Häuschen zu arbeiten, weil da brauchen wir natürlich auch noch Sachen. Das werde ich sogar, glaube ich, bis so weit vorbereiten, dass wir das mit dem nächsten Mal anfangen. Wie gesagt, das da muss auch noch mit hin. Oh Gott. Da muss ich aber nochmal komplett in mich gehen, wie weit das alles so bleibt, wie es momentan ist. Genau. Okay. Dann, wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder sagt, es geht schneller oder was euch einfällt, schreibt es mal rein. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.